الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، meine lieben Geschwister, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heilung und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, ausgehend vom folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagen wir, dass das Herz der Motor im Körper eines Menschen ist. Der Prophet a.s. sagte klar und deutlich, hört, es gibt da im Körper ein Stück Fleisch. Wenn dieses in Ordnung ist, dann ist auch der gesamte Körper in Ordnung. Und es gibt da ein Stück Fleisch, wenn dieses schlecht geworden ist, dann ist auch der gesamte Körper schlecht. Und damit ist das Herz gemeint. Der Hadith befindet sich bei Bukhari und bei Muslim. Und Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim warnt uns auch nicht vor der Blindheit der Augen, denn so manch einer war blind unter den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sondern er warnt uns vor der Blindheit der Herzen. Und deswegen, liebe Geschwister, das Herz ist die Ortschaft, an dem sich vieles abspielt. Das Herz ist die Ortschaft, an dem sich der Iman festsetzt. Der Herz ist die Ortschaft, an dem man über viele Dinge nachdenkt. Warum ist diese Betonung so wichtig? Denn man kann seine Augen verschließen. Man kann auch seine Ohren zustopfen und dann hört man nichts mehr. Aber es ist nicht möglich, dass man sein Herz verschließt, sodass keine Gedanken mehr an einen gelangen und keine Einflüsterungen einen mehr treffen. Das heißt, dieser Zugang zum Herzen, den kann niemand von uns verschließen. Aber er kann verschlossen werden vor der Wahrheit, worauf Allah subhanahu wa ta'ala im Koran hingewiesen hat. Das Herz ist gemäß dem Koran al-Karim der Ort für viele Probleme, für viele Krankheiten, wie zum Beispiel der Unglaube, die Heuchelei, die Beigesellung, das Siegel, das Gepräge, die Hülle, die Decke, die Umhüllung, der Ansatz, die Scheidewand, das Schloss, die Abschweifung und anderes. Das sind alles Krankheiten, die Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim erwähnt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch gleichzeitig indirekt oder direkt darauf hingewiesen, was die Heilmittel dieser Krankheiten sind. Und bevor ich zu diesen Heilmitteln dieser Krankheiten komme, so sagt Ibn Rajab rahimahullah ta'ala als Erläuterung dieses prophetischen Hadithes, dass sich in diesem Hadith der Hinweis darauf befindet, sinngemäß zusammengefasst, dass wenn das Herz gesund ist, dann müssen auch die Taten automatisch ebenfalls gesund und rechtschaffen sein. Und dass man vom einen auf das andere schließen kann. Selbstverständlich kann ich nicht wissen, lieber Bruder, was sich in deinem Herzen abspielt und wie stark dein Iman ist und ob es gesund ist oder krank ist. Aber ich kann schlussfolgern von dem, wie du dich verhältst, von dem, was du sagst, von dem, was du tust. Jemand, der Verbotenes begeht, muss in seinem Herzen diese Aufforderung zum Verbotenen haben, also diese Krankheit. Und jemand, der sich von Verbotenem entfernt, muss in seinem Herzen entsprechenden Iman und entsprechende Gottesfurcht haben vor Allah subhanahu wa ta'ala. Meine lieben Geschwister, der Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala sagte, behandle dein Herz, denn Allah subhanahu wa ta'ala braucht von seinen Dienern nicht ihre Taten, sondern er will ihre Herzen sehen. Und das ist nichts anderes als eine Erklärung des folgenden Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, mit dem er sagte, wahrlich, Allah schaut nicht auf eure Körper und auch nicht auf euer Äußerliches, sondern er schaut auf eure Herzen und auf eure Taten. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden. Gemeint ist, dass davon letztendlich deine Rechtschaffenheit und deine Taten
und schlussfolgernd ebenfalls dein Jenseits abhängt. Denn es kann sein, dass man betet, dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala verbeugt und sein Gesicht sogar auf den Boden legt als Erniedrigung vor seinem Herrn, und trotzdem befindet man sich auf der untersten Stufe der Hölle. War es nicht so, dass Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dieser Heuchler, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dem Propheten gebetet hat? Hat er sich nicht bewegt, wie der Prophet sich bewegt hat? Hat er ihn nicht mit eigenen Augen gesehen und hinter ihm gebetet und ihm nachgeahmt? Was hat es ihm gebracht? Die äußerlichen Taten waren da, aber sein Inneres war mehr als krank. Allah subhanahu wa ta'ala, als er diese Krankheiten im Herz, die Krankheiten des Herzens im Koran erwähnt hat, wies er indirekt auch auf ihre Heilmittel hin, auf die ich kurz eingehen möchte. Ansonsten gibt es zu jeder dieser Beispiele Ayat aus dem Koran al-Karim. Aufgrund der kurzen Zeit möchte ich nur kurz darauf hinweisen. Al-Qufl, der Schloss, oder das Schloss, das sich am Herzen eines Menschen befinden kann und deswegen Grund dafür ist, dass die Ayat des Koran al-Karim nicht an sein Herz gelangen, ist das Heilmittel dafür, ist die Friedensstiftung unter den Menschen und dass man den Kontakt zu seinen Verwandten aufrecht hält. Die Hülle um das Herz, das Heilmittel dafür, ist die Wahrhaftigkeit in Wort und Tat. Die Decke und die Umhüllung, das Heilmittel dafür, ist der Iman und das, was Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam gesagt haben, als wahr und richtig zu bestätigen. Die Scheidewand, Al-Hijab, das Heilmittel dafür ist es, sich der Wahrheit zuzuwenden und nicht nur zu warten, bis sie sich einem zuwendet. Der Ansatz im Herzen, die Lösung dafür ist die Tauba. Die Abschweifung des Herzens, die Lösung dafür ist es, sich an der Wahrheit festzuklammern. Was ebenfalls, liebe Geschwister, zur Lebendigkeit und zur Rechtschaffenheit und Gesundheit des Herzens beiträgt, ist zweifellos an den Tod zu denken. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, gedenkt häufig demjenigen, der die Gelüste vernichtet. Denn dieser Moment, den einen jeden von uns ereilen wird, dieser Moment, an dem man dieses Leben verlassen wird und seine Gelüste zurücklassen wird, der Moment, an dem man seine Familie verlässt und sein Vermögen zurücklässt, aufgrund dessen man Zeit seines Lebens sich abgerackert hat, das ist der Moment, an dem auch die Stärksten unter den Starken weich werden und die Überheblichsten unter den Hochmütigen klein werden. Es ist der Moment, an dem man überhaupt nicht mehr selig mit dieser Welt und mit diesen Gütern verbunden ist. Und deswegen ist es der Moment, in dem der Mensch sagt, spendet von meinem Vermögen so und so viel an diese Stiftung und spendet von meinem Vermögen dem Sohn so und gibt dem Sohn so, ich habe ihm damals Unrecht getan und so weiter und so fort. Meine lieben Geschwister, was ebenfalls das Herz schlagen lässt für den Iman und für den Islam, ist es an Sitzungen teilzunehmen, an denen Allahs gedacht wird. Und allen Sitzungen voran ist es die Sitzung, in der ihr euch jetzt gerade befindet, das Freitagsgebet. Und die Freitagspredigt geht also nicht damit leichtsinnig um, indem ihr an diesem Festtag und an dieser Freitagszeremonie nur teilnehmt, wenn ihr einmal frei habt im Jahr und dieser auf einen Feiertag oder einen Brückentag fällt. Meine lieben Geschwister, in solchen Sitzungen befindet sich die Lebendigkeit des Herzens. Und auch deswegen, weil es die Sitzung ist, zu der man rechtschaffene Menschen sehen darf.
Denn wenn es rechtschaffene Menschen gibt und sie sich nicht in den Häusern Allahs wiederfinden und zusammenfinden, wo sonst soll man die rechtschaffenen Menschen, die rechtschaffenen Gesichter wiedersehen? Und so sagte Ibn Qayyim, rahimahullah, denn der Anblick von rechtschaffenen Menschen, das Zusammenkommen mit den Gläubigen allein schon, reinigt das Herz. Reinigt das Herz von Zweifeln, reinigt das Herz von Einflüsterung und vielen anderen seelischen Problemen. Und deswegen sagte Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, und er hatte es mit vielen Widersachern und Gegnern zu tun, im religiösen Sinne. Er sagte, wenn die Widersacher uns umzingelt haben und uns erschüttert haben, sich gegen uns versammelt haben und die Angst uns von jeder Seite her überkommen hat, sind wir zu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala gegangen, also zu seinem Lehrer. Er sagt, ich schwöre bei Allah, sobald wir sein Gesicht nur gesehen haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala all diese Angst von uns genommen. Und deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, ist ein wichtiges Heilmittel, dass man sich in den Häusern Allahs Azza wa Jal regelmäßig trifft. Gerade zu den Sitzungen, in denen Allahs gedacht wird und in denen religiöses Wissen weitergegeben wird. Und so wird auch über Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum überliefert, in einer anderen Überlieferung über Anas ibn Malik, dass er Folgendes gesagt hat: Wahrlich, die gute Tat hinterlässt Licht im Herzen und Erleuchtung im Gesicht und Stärke im Körper und ein Zusatz an Vermögen, ein Zusatz an Rizq und Liebe in den Herzen der Schöpfung. Und die schlechte Tat hinterlässt Dunkelheit, hinterlässt Schwärze im Gesicht, Dunkelheit im Herzen, Schwäche im Körper, Verminderung in der Versorgung und Hass in den Herzen der Schöpfung. Gemeint ist natürlich in den Herzen der Gläubigen unter den Geschöpfen. Meine lieben Geschwister, das Herz wird erst dann als rechtschaffenes Herz bezeichnet, wenn es rechtschaffene Taten begeht. Rechtschaffene Taten, wie kann ein Herz Taten begehen, wo es doch nur schlägt? Nein, das Herz hat eine Funktion und zu seinen Taten gehört der Ikhlas, die Aufrichtigkeit in der Absicht, der Tadabbur, das Nachdenken über die Ayat Allahs im Koran al-Karim und die Ayat Allahs in seiner Schöpfung, seine Zeichen. At-Tasdiq, das für wahr zu bestätigen, was wahr ist. Und dass man mit dem Herzen begehrt nach dem, was Allah den gläubigen Dienern versprochen hat, sich danach sehnt. Und dass man Angst hat vor dem uns Allah Azza wa Jal gewarnt hat. Das Gottvertrauen, die Demut und die Liebe, all dies sind Taten des Herzens. Stellt euch vor, jemand hat keinen Ikhlas in seinem Herz. Das heißt, sein Herz schlägt nicht für den Ikhlas. Es schlägt auch nicht für das Nachdenken über die Ayat. Es schlägt auch nicht in der Hoffnung nach dem, was Allah den gläubigen Dienern im Paradies bereitet hat. Hat auch keine Angst vor dem, was Allah in der Hölle für die Ungläubigen bereitet hat. Es vertraut nicht auf Allah. Es ist nicht ruhig im Gebet. Es hat auch keine Liebe für das, was Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen, den Gläubigen lieb gemacht hat, dann ist dieses ein totes Herz. Dann schlägt es nicht für das, was Allah subhanahu wa ta'ala will, dass es schlägt. Und deswegen, liebe Geschwister, das rechtschaffene Herz wird rechtschaffen, indem es rechtschaffene Taten begeht. Und damit keiner sagt, dass wir keine Gründe, keine Taten genannt haben, wie man dazu kommt, das ist eine Auflistung davon. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mein und euer Herz füllen mit Iman und mit Liebe zu Allah Azza wa Jal. Und wir suchen Zuflucht davor, dass unsere Herzen absterben. Und wir suchen Zuflucht vor dem Unglauben und vor dem Frevel und vor der Sünde und vor der schlechten inneren Neigung und vor der Überheblichkeit und vor der Abschweifung. Und wir bitten Allah Azza wa Jal, dass er sich uns zuwendet und wir uns ihm zuwenden. Und möge Allah uns den Khushu' im Salah gewähren und uns Unterwürfigkeit unseren Herzen spüren lassen und die Ruhe und uns den Glauben in unseren Herzen lieb machen
und uns den Unglauben unseren Herzen hassenswert machen. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.